8.11 Uhr. Peter kommt rein und sagt, ich komme zu spät zur Schule, wenn ich jetzt nicht aufstehe. Du kommst zu spät zur Schule, wenn du jetzt nicht aufstehst. Sei nicht so gemein, Henry. Kinder zu zwingen, ganz früh aufzustehen, um in die Schule zu gehen, ist gemein. Zieh dich jetzt endlich an! Ich zieh mich super schnell an. Und esse ein sehr gesundes Frühstück. Mama meckert, dass ich die Klamotten von gestern anhab. So gehst du mir nicht aus dem Haus, Henry. Papa meckert, weil ich meinen Stuhl nicht an den Tisch gerückt habe. Kannst du nicht einmal wie Peter sein, Henry? Was kann ich denn dafür, dass ich so bin? 8.48 Uhr. Ich suche meine Schultasche. 8.49 Uhr. Ich finde meine Schultasche. Und meine Sportsachen. 8.50 Uhr. Wir verlassen das Haus und machen uns auf den Weg zur Schule. Papa fragt mich, ob ich Zähne geputzt habe. Hast du die Zähne geputzt, Henry? Ich sage ja. Beeil dich, Henry. Wir kommen zu spät. 9.05 Uhr. Wir sind an der Schule. Nur 15, der Unterricht beginnt. Guten Morgen, Kinder. Dieser Teil ist total langweilig, den können wir überspringen. Also heute... Moment mal. Chemie kann lustig sein. Also denkt daran, mischt die beiden Flüssigkeiten nicht zusammen. Was haben Sie gesagt, Frau Streitaxt? Ich sagte... Hoppla. Du schrecklicher Junge! Musik ist gar nicht übel. Und manchmal lädt mich Frau Sonderlich in ihr Büro ein. Praktisch ein perfekter Tag. Es würde mich wundern, wenn ich keinen Eintrag ins Buch für gutes Benehmen bekomme. Doch das Beste am Unterricht ist Schulschluss. Yippie! 4 Uhr. Da läuft immer Rapper Zappa. Aber Peter sagt... Ich bin heute dran und ich will jetzt die tanzenden Gänseblümchen sehen. Und da sage ich nein, das ist was für Windelbabys. Und Peter beschwert sich bei Mama wie ein Windelbaby. Mama! Und weil ich zu Peter gemein war, werde ich auf mein Zimmer geschickt. Geh auf der Stelle in dein Zimmer. Aber es ist gar nicht so schlecht, bis zum Abendessen auf sein Zimmer geschickt zu werden. Und wie üblich frage ich Mama, ob ich noch mehr Pommes haben darf. Nicht bevor du dein Gemüse aufgegessen hast, Henry. Ich esse mein Gemüse immer ganz auf, Mama. Versteht mich nicht falsch. Ich esse sehr viel Gemüse, wie Kartoffelchips. Und Tomatenketchup. Und noch mehr Chips. Es gibt nur ein paar Gemüsesorten, die ich nicht mag. Aber ich bin äußerst geschickt darin, sie verschwinden zu lassen. Mama! Henry hat gar kein Gemüse mehr auf dem Teller. Pommes sind auch Gemüse, wisst ihr? Nach dem Abendessen geht's ab in die Wanne. Nur ich, die Quietschente und das Krokodil. Und Peter. Papa sagt... In diesem Haushalt wird zu viel Wasser verbraucht. Ab sofort badet ihr zusammen. Aber ich will nicht auf der Seite vom Wasserhahn sitzen. Es ist zu heiß. Neue Hausregel. Wer beim Wasserhahn sitzt, darf die Temperatur bestimmen. Ich sitze diesmal auf der Wasserhahnseite. Nein, das sitzt du nicht. Nein. Papa beschließt, dass es doch keine so gute Idee war, uns zusammen baden zu lassen. Mama sagt, um 8 Uhr muss ich ins Bett. Aber um 8 geht doch kein Mensch ins Bett. It's so easy being me. Oh.
Turnschuhe? Wir kaufen dir eine neue Hose. Eine Hose? Ja, du brauchst keine neuen Turnschuhe, du brauchst eine neue Hose. Eine Hose? Nein! Die Route tut's wenigstens ansehen. Ja, hör auf zu quengeln, Henry. Aber... Bitte geh und hol mir ein Spülmittel. Das leicht schäumende. Dort drüben. Das ist echt gemein. Nie kriege ich das, was ich will. Oh, du hilfst deiner Mama heute beim Einkaufen. Wie süß. Lass mich in Ruhe, doofe Ziege. Was machst du hier? Du hast doch einkaufen. Ha, nicht, wenn mir meine Mutter Route tut's kauft. Router tut's? Wirklich? Ha! Ich hoffe, sie kauft dir dazu auch ein neues Gehirn. Dann bis später, Spielibubi. Ach, wenn sie doch nur nicht aus allem so schnell rauswachsen würden. Ist das Richtige, Mama? Das leicht schäumende? Die sieht ja schön aus. Ha, aber sicher nicht an dir. Sei nicht so gemein, Henry. Mama, die Schuhabteilung ist in diesem Stock. Können wir nicht nur ganz kurz vorbeischauen? Henry, wie kannst du überhaupt noch nach etwas fragen, nach dem, was du gerade gemacht hast? Du hast mich ganz schön in Verlegenheit gebracht. Aber Mama... Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja, ist diese Hose auch strapazierfähig? Oh ja, und die führen wir übrigens in allen Größen. Vielleicht möchten gleich beide ihre Jungs sie anprobieren. Ich zieh doch nicht die gleiche Hose wie der an. Und außerdem ist das eine Mädchenhose. Die Hose kann sowohl von Jungen als auch von Mädchen getragen werden. Oh, wie praktisch. Nein, Henry. Los, benimm dich endlich. Probier sie mal an. Wie geht's? Na, vielleicht probieren wir es mit einer anderen. Soll ich sie Ihnen einpacken lassen? Ja, vielen Dank. Peter! Henry! Wir gehen! Jetzt beeil dich, Henry! Henry? Verehrte Kunden, falls einer von Ihnen einen schrecklichen Jungen sieht, melden Sie ihn bitte am Informationsstand. Router tut's! Die sind ja so cool! Wenn ich König bin, habe ich für jeden Tag im Jahr ein neues Paar Router-Toots. Siehst du, Mama? Die sind doch echt cool! Nein, Henry, das geht einfach nicht. Du solltest dich wirklich schämen. Ich kann dich keine Minute aus den Augen lassen, ohne dass du irgendwelchen Ärger machst. Juhu! Hey! Das Problem mit Eltern ist, sie haben keine Ahnung, was im Leben wirklich wichtig ist. Ich brauche diese Schuhe unbedingt. Mama versteht das einfach nicht. So easy being me.
Bonjour, Emile. César, Guénolé, youpi. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Youpi, youpi, youpi. Moi? Déjà un clown. Oui, je vois, il est juste en face de moi. Oh. Enlève-toi de mon chemin. Oh, je vais rater mon émission préférée à cause de ta fête. J'espère qu'il y aura du chocolat. Merci. Hé, oh, t'as vu ça? Waouh, c'est trop génial. J'en veux. Non. On mangera le gâteau seulement après le spectacle du clown. Alors, il y a du chocolat ici. Lucas, est-ce que tu as pensé à faire un cadeau à Émile? Oui, je l'ai laissé là-haut. Attrape. Youpi. Ah, chouette, une marionnette. Merci, Raphaël. Tu as vu, maman? J'ai reçu une lampe torche pour pouvoir lire des poèmes la nuit, des cache-oreilles en laine tricotées main, une encyclopédie sur les fleurs et des chocolats offerts par Salomé qui ont mystérieusement disparu. Ah oui, qui ont mystérieusement disparu. Oui, malheureusement, c'est exactement le terme. On va bien rigoler quand le paquet va s'ouvrir. Oh? Regarde, Émile, j'ai un cadeau pour toi. Eh oui, c'est ce qu'on appelle une bombe puante. Lucas, tu es vraiment insupportable. Les enfants, allez dans le salon, le clown va bientôt commencer. Youpi, oui, le clown. Encore une bêtise comme celle-là et tous les deux, vous n'aurez pas une miette de gâteau. Oh non, pas ça. Ça ne tient qu'à vous. Allez rejoindre les autres maintenant. Oh là là, vivement que ce soit fini. Hey, bonjour, je me présente à Oulbi de clown. Oh, alors, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un lion. Qu'il sorte d'ici, je n'aime pas les lions. Ah, pourquoi? Eh bien, comment vous dire? Au cirque, j'ai eu une mauvaise expérience. Bon, passons. Et maintenant, un peu de magie. Bravo! C'était super! On peut manger le gâteau? Ça commence à bien faire, j'aimerais que ce soit fini. Je veux manger du gâteau, moi. Voici un autre tour, regardez attentivement. Le lait va disparaître. Le lait a disparu. Oh, ne vous inquiétez pas, je sais où il est passé. Tenez. Tu es vraiment insupportable, Lucas. Mais maman, j'ai rien fait. Prêt pour un autre tour? Voici ce qu'on peut faire avec une banane pas comme les autres. Et maintenant, regardez bien, je vais la faire disparaître. Est-ce que quelqu'un sait où elle est? Oui. Elle est là. Bon, alors, on mange le gâteau? Ah non, pas avant que les tours de magie soient finis. Tu sais que je te trouve drôlement malin, Lucas. Je suis sûr que ça te plairait d'être mon assistant. Moi? Regarde, voici un véritable coffre de magicien. Je vais essayer maintenant de faire disparaître notre Lucas. Bravo! Bravo, quelle bonne idée! Rentre là-dedans. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour manger du gâteau? Abracadabra! Très joli ta jupe, Lucas! Oh, ça va pas, non? It's so easy being me, I'm hard Henry. Hin.
Es gab leider eine Planänderung. Die Eiscremefabrik ist heute geschlossen. Und deshalb sehen wir uns stattdessen das Museum an. Das Museum? Können. Und setzt euch bitte alle auf euren Hosenboden. Gehen wir doch woanders hin. Museen sind doch voll langweilig. Guten Morgen, Kinder. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Und ich bin Frau Knirsch. K-N-I-R-S-C-H. Ich habe heute das Vergnügen, eure Museumsführerin zu sein und euch alles zu zeigen. Ich will die Dinosaurier sehen. Ich auch. Ich fürchte, das ist leider nicht möglich. Unsere neue Dinosaurier-Ausstellung ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Und wo haben Sie die eingeweckten Könige? Du bist mir ja ein aufgewecktes Kerlchen. Eingeweckte Könige ist lustig. Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Eine Mumie. Glücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen. Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist. Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann. Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können, haben wir einen ganz besonderen Raum. Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen. Folgt mir, Kinder, und nicht rennen! Mal herhören. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert. Seht sie euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt. Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Nicht! Passt auf! Tretet ja nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. Frau Lieblich, diese frühen Siedlungen waren wirklich sehr interessant. Wartet auf mich! Komm, die andere holen wir nach der Mittagspause. Netter Hut, aber du trägst ja einen Rock. Touch mich bloß nicht an! Ah! Der hat geredet! Der Typ da hat geredet! Ach ja? Interessant. Dann geh lieber wieder zu deiner Klasse, Freundchen.